Hallo Leute, ich bin's wieder, der Chris, und heute gibt es mal wieder ein erneutes Video von mir. Und das ist schon eine Ewigkeit her auf diesem Kanal, denn Let's Plays habe ich schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, kann ich doch mal ab und zu bringen. Und heute geht's weiter mit Syndicate. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt, deswegen bin ich storytechnisch schon ein bisschen weiter vorangekommen. Ich denke mal, es ist jetzt nicht so tragisch. Wie gesagt, es ist jetzt so eines der ersten Videos nach extrem langer Zeit und da kann man, glaube ich, doch ein bisschen mit leben. Auf jeden Fall wird es noch einige andere Spiele geben, unter anderem Dead Space 3, Leute. Darauf freue ich mich persönlich schon am meisten. Und ja, das wird dann wahrscheinlich auch nächste Woche oder die kommenden Tage beginnen. Und ja, so, ich weiß auch noch gar nicht, wie oft ich Videos raushauen werde. Ob es jetzt täglich ist, ob es jetzt ja, am Wochenende vielleicht nicht ist. Also nur 5 Tage die Woche, keine Ahnung. Muss ich halt ein bisschen gucken. Auf jeden Fall gucken wir erstmal, was wir hier machen könnten. Sympathisantenaktivität. Nein, das machen wir mal nicht. Oh, was haben wir denn da? Was ist denn das hier? Ach, Zugversteck. Okay, okay, nein. Das brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? Blitzschlagzeilen. Empfohlenes Level 5 haben wir, glaube ich, oder? Ah, sicherlich. So, werden wir mal markieren und dann laufen wir da auch mal hin. So, ja, schön. Im Übrigen, ich habe auch gerade eine Facecam am Start. Müsste man in die Kommentare schreiben. Ich weiß noch gar nicht mal, wie viele jetzt hier aktiv sind und sich den Kanal noch angucken. Okay. Ja, müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob ich jetzt vorwiegend mit Facecam mache oder nicht. Oh, wir haben hier noch einen Aussichtspunkt. Na, den nehme ich gerne mit. Ha, wie schön. Ich finde es echt angenehm, dass man hier mit dem Haken, mit dem Enterhaken, ja, schön die Aussichtspunkte erklimmen kann. Das ist eine ziemlich große Erleichterung, finde ich. Naja, wie dem auch sei, schreibt es einfach in die Kommentare, wie ihr das so findet, ob Facecam oder auch nicht. Müsst ihr einfach mal schreiben. Bin gespannt. Ich habe jetzt mal hier einfach eine Facecam genommen. Und ja, ich werde mal gucken. Vielleicht werde ich es manchmal ein bisschen zusammenschneiden. Vielleicht auch nicht, ja, kommt immer drauf an. Manchmal gibt es ja so ein paar Stellen in einem Spiel, die dann doch ein bisschen langweilig sind zum Angucken, weil man vielleicht lange rumläuft oder sonstige Aktionen macht, also von daher. Ja. So. Nice. Aussichtspunkt schon mal mitgenommen, alles schön. Okay, Schnellreise haben wir auch freigeschaltet, dann gehen wir mal weiter zu der markierten Mission. Ach ja. Ja, was ich bei Syndicate leider nicht so schön finde, ist die Geschichte mit den Gegnern, weil wenn man hier langläuft in der Stadt, dann passiert es sehr häufig, dass man einfach, ja, doch sehr schnell angefeindet wird. Also man kann nicht in Ruhe hier rumlaufen, ohne dass die Gegner auf einem aufmerksam werden. Oh, wir haben hier eine Tempeljagd. Na, die lassen wir jetzt erstmal hier außen vor. Seht ihr, genau das meine ich. Die werden dann sehr schnell auf einen aufmerksam, nur weil man hier gerade rumläuft, und wollen dann gleich zusammenschlagen, wenn man ein bisschen länger in deren Sichtfeld bleibt. Das ist sehr schade, sehr ärgerlich. Im Übrigen, das will ich auch nochmal kurz ansprechen. Guckt euch das mal an, guckt euch das mal an. Wie, das ist echt krass, wie aggressiv die hier sind. Das ist mir eigentlich noch relativ. Ich glaube, das gab es so extrem noch nicht in einem Assassin's Creed Teil. Es gab mal in, oh, in welchem AC-Teil war das? Es gab auf jeden Fall ein AC-Teil. Oh nein, Sperrgebiet, da will ich gar nicht hin. Es gab auf jeden Fall ein AC-Teil, wo. Was zum Geier? Ja, mein Gott. Ich habe die Mission noch nicht mal anfangen wollen und trotzdem wird die mir als gescheitert angezeigt. Egal. Da gab es so ein Assassin's Creed-Teil, wo man in ein paar Sequenzen auch solche angriffslustigen Gegner hatte, aber das war halt storybedingt und nicht systembedingt vom Spiel her. Und hier ist es leider generell der Fall. Das finde ich sehr schade. Aber naja, oh. Kann man das mitnehmen? Ja, oh. Eine Blume. Okay, egal. Lassen wir einfach mal so stehen. Und was die Parts angeht, Leute, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie ich das gestalten werde, weil es ist natürlich ganz nett, wenn man für jedes Video immer so eine kleine Begrüßung am Anfang hat, aber es ist halt auch ein bisschen anstrengend, das dann immer umzusetzen, weil ich natürlich nicht so ganz weiß, okay, schneide ich da nur ein bisschen was raus oder nicht und hier und da und dann weiß ich immer nicht, wie lange die Parts gehen. Und ja, da ich dann noch längere Zeit am Stück spiele, ist es natürlich ein bisschen blöd, dann irgendwie irgendwann zu sagen, okay, jetzt mache ich meine Begrüßung. So, das wäre natürlich ein bisschen schwachsinnig. Deswegen werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich das so ein bisschen aufteile, die Parts. Aber es dann eventuell nicht bei jedem Video eine Begrüßung gibt. Ne? Ich denke mal, das ist relativ
vertragbar, wenn man so möchte. Okay, Blitzschlagzeilen. Empfohlen ist Level 5. Ja, welches Level sind wir denn eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Level 4. Oh Mensch, das ist natürlich nicht so schön, ne? Egal, wir versuchen das trotzdem mal. Ja, das finde ich auch schön gemacht. Ah, mit dem Big Ben. Nice, auf jeden Fall. Das ist eine ganz nette Sequenz zwischendurch. Ah! Oh, Jacob. Evie, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alec, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe drei mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein. Dann lassen Sie uns Starricks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Starrick, er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. Entdeckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gaune. Na gut. Oh, Moment, ich hab was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Okay, Elektroschocks. Also ganz ehrlich, ich habe es bisher noch nicht einmal erlebt, dass die Gegner mir Elektroschocks verpasst haben. Aber vielleicht ändert sich das natürlich jetzt auch gleich. Nochmal ganz kurz ein paar Worte zur Story, Leute. Es ist an sich gar nicht schlimm, dass ihr nicht von Anfang an dabei wart, denn im Grunde geht es darum, dass man gegen die Ausbeutung der Bevölkerung kämpft, ja. Ihr wisst ja hier, dieses viktorianische Zeitalter in England, da war ja auch unter anderem die Industrialisierung am Start und ja, das war natürlich zu dieser Zeit ziemlich ausbeutungsmäßig und da wurden die Bürger ziemlich heftig ausgebeutet und ich sehe gerade eine Kiste, da gehen wir mal gleich, oh, da ist noch eine Kiste, wow, hier sind ganz schön viele Kisten, na egal. Ja, also das zu dieser ganzen Geschichte und das ist hier natürlich so Kapitalismus in Reinform, so wie es beispielsweise auch der Werteherr Max Weber mal angesprochen hat und ja, wie dem auch sei, wir fangen jetzt mal mit dieser Mission hier an. Okay, auf Bells Signal warten. Okay, schauen wir mal kurz. Oh, da war die Obstgeschichte. Ha, okay, nice. Zack. Okay. Auf Bells Signal warten. Warten wir nochmal auf seinem Signal. Ha. Okay. Und nun, ich dachte, die werden betäubt. Auf Bells Signal warten. Wir müssen immer noch warten. Okay. Ah, noch eine Bombe. Okay, okay. Hör zu, Bell, oder setz eine Schelle, dass dir die Ohren klingeln. Oh, sehr lustig. Ja, verdammt, wie komme ich denn jetzt? Ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie nur dieselbe geistige Schlagfertigkeit besessen wie ein Pferdeapfel. Okay, da war wieder der Pferdeapfel. Aber sollen die nicht betäubt werden? What the fuck? Ja, gut, warte mal, gibt's hier noch eine Kiste? Da. Okay, nehmen wir. Wir gehen da mal zur Kiste. Öffnen den Kram nochmal. Ja, bekommen nochmal so einen Kram.
Schöne Sache. Hä, das ist doch voll sinnlos. Was bringt denn solch eine Bombe? Das ist einfach nur eine Stinkbombe. What the fuck? Okay, wir warten nochmal auf so ein Signal. Sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis drei. Na? Ach du meine Güte. Ah, da. Ja, Pflaume. Da-da-dam. Okay. Werfen wir halt nochmal. Und jetzt? Aha! Okay. Okay, jetzt können wir die eliminieren. Nice. Aber das ist doch... Niemand wird dich vermissen. Was waren denn das für Bomben die ganze Zeit, die ich dazu vorgeworfen habe? Die Bombe jetzt am Ende war eben eine Betäubungsbombe. Muss man ja mal... Kann man ja so sagen, ne? Aber... Das davor war ziemlich schwachsinnig. Oh. Ja, der wehrt sich natürlich auch gar nicht. Okay. Ah, komm, hör doch auf zu schleimen. Naja, bauen Sie noch mehr Bomben, dann kümmern wir uns um Starricks Propagandamaschine. Abgemacht. Okay. Dann folgen wir mal dem Bell. Der Name gefällt mir aber wirklich gar nicht. Bell hört sich so... Ja, keine Ahnung, irgendwie komisch an. Erinnert mich auch an das Bellen eines Hundes. Ist halt ein ziemlich, naja... Komischer Name. Oh, muss ich fahren? Ja, natürlich. Ist doch immer wieder so typisch bei solchen Spielen. Man ist immer derjenige, der fahren muss. Kommt man sich schon vor wie so ein Chauffeur. Aber naja. Okay. Was ich auch ziemlich gut finde, ist, dass die Stadt doch sehr lebendig wirkt. Also wenn man mal hier sich so ein bisschen umguckt, dann sieht man doch ein paar Menschen. Wobei manchmal, beispielsweise jetzt, sind es dann doch ein bisschen sehr wenig Menschen. Aber, naja, an sich trotzdem ganz nett gemacht. Aber ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass mal, doch, etwas ältere Zeitalter aufgegriffen werden in den zukünftigen Assassin's Creed-Teilen. Weil aktuell geht es ja immer weiter in Richtung... Gegenwart, wenn man so möchte. Und das finde ich, naja, nicht so ansprechend, sagen wir es mal so. Zumal mich die Gegenwart-Story auch gar nicht mehr großartig interessiert, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie das schon seit so langer Zeit aufschieben, ohne dass es dort einen erkennbaren Fortschritt gibt. Und das ist immer wieder so ein bisschen schade. Oh, wir können die rekrutieren. Komm schon, ich kann nicht auf Nachzügler warten. Mit Glavino-Bomben. Ah, okay, warte. Da muss ich, glaube ich, erstmal hier hoch, oder? Muss ich da hoch? Ich hoffe, ich muss hier hoch. Beziehungsweise, ich hoffe, ich kann von dieser Position aus die G... Ach du meine Güte, nein, kann ich natürlich nicht. Och Mensch, jetzt laufe ich hier natürlich den größten Umweg, den man sich vorstellen kann. Nein, das... Och nö. Jetzt gehe ich in die Kanalisation, was, glaube ich, überhaupt nicht sinnvoll ist. Ach du meine Güte. Was mache ich hier gerade für eine Aktion? Oh mein Gott, was laufe ich hier für einen schwachsinnigen Weg? Und das nur wegen diesem Typen, den ich eigentlich aus dem Weg gehen wollte. So, sorry. Tut mir echt leid, aber ich muss hier halt lang. Okay. Da haben wir diese Typen. Kann ich noch weiterwerfen? Nein. Na, jetzt sind die beide im Bereich. Ah, nice. Mörder? Ach, Ivo. So, schön. Erledigt. Ja, die sind tot. Ah, wunderschön. Muss ich jetzt nochmal zu Bell oder... Ja, ich muss ihn beschützen. Okay, okay. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich 12 Gegner auf einmal. Na komm, lauf mal hier. Lass dich mal nicht von mir beirren. Na komm, was macht er denn jetzt hier? Beeil dich mal. Ach nein. Jetzt muss er hier irgendwas werkeln und ich kann dann schön beschützen. Das ist ja wie bei Ego-Shootern. Oh Gott, ist das plump. Ist das plump. Aber wie ich die gerade getötet habe, es war auch plump. Ja. Sehr schön, sehr schön. Dann lass uns mal abhauen. Müssen wir das? Oh, die Musik. Gott. So richtig hektisch. Mann, es ist so nervig, wenn man... Die Charaktere, die man irgendwie beschützen muss oder sonstiges, wenn man die dann anschubst, dann geht das so langsam voran.
Okay, wo läuft er bitte lang? Ach so, jetzt kommen noch mal ein paar Leute. Oh mein Gott. Ja, ja, komm, hör auf. So, ich kann jetzt gleich eine Bombe werfen. Na, töte sie doch. Was zum... Was zum... Nein, 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 nein. Nein! Wow, wow, wow. Schieß ihn bitte nicht. Schieß ihn bitte nicht. Bleib mal bitte ruhig. Oh mein Gott. Ich konnte sie einfach nicht attackieren, als sie betäubt waren. Was ein Schwachsinn. Mein Gott. Aber gut. Er hat einfach eine Kugel überlebt. Finde ich in Ordnung. So, warte mal. Kann ich hier noch irgendwas anderes auswählen? Ein Wurfmesser? Nee. Nehmen wir mal eine Rauchbombe. Rauchbombe. Mein Gott, ich meine, der kann es wirklich... Oh, oh. So. Ja, jetzt geht's plötzlich, wa? Mein Gott. Okay. So, drei Stück hat er jetzt. Das bedeutet, wir sind durch. Weil drei ist die magische Zahl bei Spielen. Das weiß man ja. Okay, gut gemacht. Meine Lieben, Jacob, Evie, es ist wieder einmal Dank angebracht im Namen dessen, was mir und unserer Sache am Herzen liegt. Der Meinungsfreiheit. Es ist ein Segen, dass Sie Ihr Genie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Allerdings würde ich vorschlagen, Sie räumen Ihre Werkstatt. Ach, nicht nötig. Nicht seit Sie mir einen Sack voll Courage gaben. Und übrigens, mit meinen kleinen Apparaten habe ich nun jeden Schutz, den ich brauche. Sollten Sie mal einen Moment erübrigen können, kommen Sie vorbei. Okay. Nice. Eine Mission abgeschlossen. So, jetzt würde ich mal aber trotzdem gerne mal gucken, ob ich hier irgendwas aufbessern könnte. Ah, da war das ja mit den Fähigkeiten. Schauen wir mal kurz. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt 6 Pünktchen, die wir benutzen können. Wenn Sie einen Gegner an den Rand des Todes bringen, wird Ihr nächster Angriff einen anderen Gegner automatisch ebenfalls an den Rand des Todes bringen. Dies ist für Multi-Hinrichtungen und andere Aktionen sehr hilfreich. Hört sich doch spannend an. Ich denke mal, das ist ganz gut, wenn wir das auswählen. Okay. Und jetzt haben wir noch 2 Fähigkeitspunkte. Betäuben Sie einen Gegner mit X und führen Sie da... Ah, nee, das ist wieder so eine Kombination, das merke ich mir eh nie. Von daher, was haben wir hier noch? Konterangriffe haben ein längeres Zeitfenster und richten mehr Schaden an. Ja gut, das hört sich doch auch nice an. So, schön. Haben wir uns wieder mal ein bisschen aufgebessert, sind aber trotzdem immer noch Level 4. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich.